Da schaut es aber aus. Aber irgendwie sind diese Schiffe ganz schön geräumig. Was sind denn das für Riesenkähne? Bücherregal. Fortschritte im Schlösser knacken. Ja, ja. Großes Topalversteck. Das machen wir mal als Screenshot. Man weiß, wozu es gut ist. Bücherregal. Git Gulioro. Und ein Bücherregal. Glückseligkeit. Hm? Ja, nee, dann. Anfurten. Oh, die grauen Anfurten. Das ist jetzt seit langem mal wieder eine richtig neue Gegend. Warum liegen hier schon wieder überall Leichen rum? Wart die verdammten Piraten von Bord! Mensch, Chimila, was ist los hier? Anfort wird von Piraten angegriffen. Schlimmer noch, sie sind durch unsere Bullaugen geklettert und haben den Rumpf aufgebrochen. Ich werde das Deck mit ihrem Blut schrubben. Sie denken wohl, sie können noch mehr Löcher in meinen Rumpf schlagen? Wir haben die Reparaturen an den letzten erst beendet. Oh je. Wir können den Kiel nicht flicken, solange Saboteure in der Nähe sind. Aber wir haben in der Nähe eine Soldatin gesichtet. Wohl eine Khajiit der königlichen Garde mit ein paar Flüchtlingen. Wir werden uns die Piraten vom Hals halten. Geht ihr zu dieser Soldatin und schaut nach, ob ihr den Flüchtlingen helfen könnt. Machen wir. Machen wir. Und zwar gleich, nachdem wir hier mit allen geredet haben. Verdammte Piraten, die von unten heraufschwimmen. Ich sollte hinunter in den Laderaum gehen und dabei... Naja. Der hier, der trampelt so. Was ist mit dir, Pusher? Warum kämpfst du nicht? Piratenmagier haben das Deck gesprengt. Wenn ihr die Glut nicht löscht, wird die Vagabund wie eine Fackel brennen. So. Sieht gar nicht so aus, als würde es brennen. Schaut gar nicht so aus, als würde es brennen. Wo ist denn jetzt die Khajiit-Soldatin? Er müsste es. Will man einfach mal eine neue Gegend segeln und was passiert? Du wirst ja schon angezündet und angegriffen. Ach ja, ich wollte doch nur. Da unten muss ich. Was ist denn das für ein Riesenschiff? Sind die Schiffe wirklich so groß? Und die Piratenfilme sind die immer kleiner. Na schön, Geronimo! Boah, ist das ein Riesenteil. Fischers Insel entdeckt. Hier ist sehr gut. Ich kriege ja jetzt im Übrigen auch Erfahrungsbonus als ESO Plus Mitglied. Da wären wir endlich mal fertig mit dem Dieses Spiel. Schiff. Also mit dem Level 50. Die Vagabund, nicht wahr? Ja, ich ja. habe Geschichten über ihren Kapitän und die Mannschaft gehört. Wenn die Dinge nicht so schlimm ständen, würde ich sie gerne treffen. Schwimm doch einfach rüber, mein Gott. Ich bin mir nicht sicher. Fürst Gareshri hat meine Einheit als letzten Teil unserer Ausbildung nach Anfurt geführt. Als wir ankamen, wurde die Stadt von Piraten angegriffen. Wir arbeiteten mit den Fischersleuten zusammen, um den Einheimischen bei der Flucht zu helfen. Die Dolen, eine Piratenbande, die an der ganzen Langküste ihr Unwesen treibt. Aber wie konnte ein einzelnes Piratenschiff so viel Schaden anrichten? Sie hätten die Stadt nie im Leben einnehmen sollen und schon gar nicht so schnell. Tja, manchmal ist das so. Der Sprecher hoffte, General Endare zu finden. Aber es gab nicht die geringste Spur ihrer Garnison. Er sieht es als unsere Pflicht an, die Stadt zu verteidigen. Aber wir sind zu wenige. Bitte, findet Fürst Gareshri. Helft dabei, Anfurt von den Piraten zurückzuerobern. Diese... Ich
Ich weiß es nicht. Zumindest nicht genau. Ich weiß nur, was ich zu beschützen habe. Aber Fürst Garesri sprach mit einigen Flüchtlingen, bevor er ging. Mit dem Händler Naharil und Kurinwe, die die Fischersleute anführt. Vielleicht wissen sie es. Es ist doch immer das gleiche Theater. Was denn hier? Als ich letzte Nacht zu Bett ging, habe ich von einem vollbeladenen Schiff geträumt, das im Hafen vor Anker geht. Ich dachte, das wäre ein gutes Omen. Ich hätte mich nicht mehr irren können. Er kam mit einer Handvoll Soldaten durch den Sumpf gewartet. Sie sahen noch grüner als das Wasser aus. Aber ich wünsche dem Katzenfürsten viel Glück. Ans andere Ende der Marsch. Ich habe diesen Ort bisher nur von den Docks in Anford aus gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich je dort durchwarten würde. Wenn ihr dem Katzenfürsten hinterher wollt, müsst ihr die Marsch durchqueren und auf die Mauern zuhalten. Ich wette, er ist beim Tor. In einem Augenblick war ich schon fast eingeschlafen und im nächsten hörte ich Geschrei. Ich schaute raus und sah Räuber mit Fackeln. Da bin ich aus dem Fenster gesprungen und losgerannt. Ihr habt richtig gehört. Ich bin splitternackt den ganzen Weg hergelaufen. Ja, die Fischersleute haben mir etwas Kleidung geliehen. Sehr nett von ihnen. Ein Flitzer. Vor heute Abend war ich noch nie dort gewesen. Ich habe Lehrlinge hingeschickt, um alchemistische Vorräte zu besorgen. Hätte ich gewusst, dass es dort von Reifzecken wimmelt, hätte ich ihre Stipendien erhöht. Aber nur in Maßen. Man will sie ja nicht verhätscheln. Ja, ja. Nicht so viel Geld zahlen. Volle Leistung erwarten, aber nicht zu viel Geld zahlen. Da draußen ist das große Topal versteckt. Und hier, achso, das ist jetzt Fischers Insel. Warum ist denn hier angezeigt, dass es eine Werkstatt gibt, eine spezielle? Jetzt hier, Zuchuchspakt. Mal gucken. Wollen wir doch mal schauen, was hier so geht. Das sind ja hier die Spezialgeschichten. Axt von Toruspack. Magie, maximales Leben. Magieresistent. Der Bruder, das sieht's aber nicht. Mein Dings zur Verführung. Das ist mehr so auf Magie und das ist sehr neben Magieschaden. Das braucht ihr auch nur drei Eigenschaften, das ist nicht genau. Na gut, zu früh gefreut. Da drüben ist das Topalversteck? Ist das richtig was in Sicht? Achso, das ist die Seite da. Naja. Da muss ich hin. So, nee, da geht's bis wieder zurück. Naja. Dann würde ich mal sagen, eins nach dem anderen. Kochen müssen wir jetzt nicht. Rekruten, was hat die zu sagen hier, der Hallenvogt? Es überrascht mich doch immer wieder, was für Tölpel sich selbst als Krieger bezeichnen. Was taugen sie denn, wenn sie es nicht mal schaffen, eine verdammte Gildenhalle gegen ein paar Piraten und Nekromanten zu verteidigen? Sie haben Schande über unsere Gilde gebracht. Ihr aber erweist ihr Ehre. Wie kann ich euch helfen? Aha. Also, ja.
Die hat ja mächtig was anzubieten. Männchenskind. Erst über die ganzen Leute meckern und dann nichts im Angebot haben. Das ist ja fast wie im richtigen Leben. Aber irgendwie sehen sie hier alles sehr geknickt aus. Namiras Fäulnis. Alchemistisches Harz. Ja, das ist sehr schön. Das ist gut. Kurinbe. Das ergibt nur wenig Sinn. Wie können Piraten den größten Hafen der Langküste ohne einen Kampf einnehmen? Weil ihr alles Lutscher seid. So wird's wohl sein. Da ist doch schon wieder was. Eine neue Quest. Okay. Oh, was ist denn das hier? Ein Bürger. Ja, mal gucken, was der so drauf hat. Natürlich nicht ohne meine Mannschaft. Also verputzen wir Nummer 1. Aha. So einer ist das. Ran teleportieren. Seitenschuhe, okay. Wir gehen es mal locker an und erkunden ein bisschen die Gegend. Immerhin bin ich heute hier zum ersten Mal. Ich habe schon den ersten Bürger erwürgt. Da ist noch einer. Bin ich sowieso in der richtigen Richtung unterwegs oder was? Ah ja, dann links ist die Stadt. Da ist ein Questgeber. In einer uns unbekannten Quest, sonst wäre das Ding nicht schwarz. Das ist es ist hoffnungslos. Ich bin ruiniert. Ja, was hast du denn für ein Problem? Ich dachte, es wäre sicherer, ein Gasthaus zu leiten, statt einen Handelskahn zu fahren. Und dennoch Piraten. Immer Piraten. Tja. Mir gingen einige Vorräte zu Neige. Ich hatte vor, einen Händler zu treffen, um sie wieder aufzustocken. Dann kamen die Piraten. Alle rannten in verschiedene Richtungen davon. Ich hörte Schreie draußen in der Marsch, aber ich habe mir den Knöchel verstaucht. Meine Arbeiter, sie sind wie Familie für mich. Die Art von Familie, die sich in einem Sumpf verirrt. Nicht so wie ihr. Hey, falls ihr ihnen über den Weg lauft, würde es euch dann etwas ausmachen, sie zu beschützen? Besonders meine Köchin Kesuli. Solange es ihr gut geht, geht es mir auch gut. Jetzt muss ich aber schon mal sagen, dass jetzt ganz langsam aber sicher anfangen, die Quests sich zu wiederholen. Also so Arbeiter beschützen, das kommt mir jetzt von den Quama-Viechern schon irgendwie mordsmäßig bekannt vor. Und Leute zurückbringen, das hat man schon mal in der Wüste. Was da hier zu. Also muss man schon mal sagen, so von der Art und Weise der Questentwicklung ist das alles schon ein bisschen ähnlich. Tolanskia. Na schön. Ich muss mal gucken, wie liegen wir denn eigentlich in der Zeit? Kommen wir hier eigentlich rein? Tor. Antwort. Komm, wir gehen noch nach Antwort. Gucken mal so ein bisschen rum. Hey! 45! Ich bin Stufe 45, 45, 45. Oh, ich bin so gut. Niemand ist besser als ich. Jo. Nicht schlecht. Oh. Scheiße. Ha!
das ist ja blöd. Bin ich hier so leichtfertig in die Stadt reingerannt und auf einmal ist die alle voller. Na komm schon, einmal. Weil auf einmal ist die voller Feinde. Gehen wir ihn wieder. Dolenverwüster. Dolen Schildwachen. Das ist ja wieder. Nicht. Halt. Ob wir da irgendwas mitnehmen? Ebenkraut. Aha. Hab ich das schon mal gehabt? Ebenkraut? Würmer und Ebenkraut. Moment. Seidenschuhe, okay, die bringen gar nichts. Was denn ist das du für Ebenkraut? Hm. Weg. Tja. Jetzt ist doch tatsächlich guter Rat teuer. Was tun wir jetzt? Hm, hier muss ich jetzt die Viecher finden. Okay, das ist jetzt hier das Sumpfgebiet. Da geht es wieder zurück. Da ist der Piratenangriff. Ach, ist da was, Leute? Für heute ist es mal gut. Ist nur die Frage, in welcher Ecke parke ich mich jetzt? In welche Ecke parke ich mich jetzt, so dass ich hier beim nächsten Einloggen nicht gleich tot bin? Ja, müssen wir noch eine schöne Ecke finden hier. Huch, eine Reidenkaiserin. Das ist nicht gut, das ist alles gar nicht gut. Also. Da drüben ist mein Schiff. Hm. Gehen wir noch hin. Da gehen wir noch schnell hin. Ach, diese Ausschließerei. Ich kann das nicht. Zehn Prozent ist die Chance, dass wir sowas schaffen. Mach mal einfach unser Dietrich hier alle, ist ja nicht so ein Schrott sein. Alles ein Scheiß mit diesem Minispielchen. Also das Zeug hasse ich ja wie die Pest. Wenn man wenigstens eine Alternative hätte, einen Zauberspruch, wo man sagen könnte, okay, wer das nicht mag, der lernt eben irgendeine Skill-Linie. Aha, jetzt haben wir es endlich geschafft. Aha, Malachitscherbe. Aber nee, dieses endlose Geklicker. Das ist doch Rotz. Wo ist denn das jetzt hin? Hier ist es gewonnen. Ah, klar, ich habe jetzt einen Handwerksbeutel. Mensch, muss einem doch gesagt werden. Braucht man echt nicht. Eben gar nicht. So, jetzt sind wir hier auch da bei der leichten Rüstung. Malachit. Achso, das brauche ich für den Glasstier. Okay.
Ja, und hier, so, achso, das hat sich jetzt alles wieder wegsortiert. Okay. Naja, gut. Dann haben wir jetzt unsere ganzen Dietriche weitestgehend vergurkt. Gehen wir noch schnell zurück. Damit wir hier nicht mitten in der Landschaft rumstehen. Und dann würde ich sagen... ist es auch für heute gut. Wenn unsere Königin uns sehen könnte, würde sie sofort Hilfe schicken. Ach ja, natürlich. Das machen die Königinnen immer. So, wir stellen uns mal hier hinter den Tresen. Mit Blick auf dieses schöne Schiff würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen schönen Abend, weil es ist mittlerweile Abend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt, weiter guckt, und in dem Sinne sage ich mal tschüss.